Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ja, wir sind wieder hier bei Herr der Ringe Online Helms Klamm. Wir werden eben nochmal ganz kurz neu schmieden. Wir sind ja hier in der letzten Folge aus der Höhle wiedergekommen. Ich habe übrigens ein Liederbuch gefunden, Stufe 8, na, Stufe 88, ist nicht so. Gefährten inspirieren, Auferstehung der Seele und Heilung durch Ermutigung, ist ein schönes Heilbuch. Aber wahrscheinlich ist 95 sowieso besser. Ja, aber da könnte ich mir die Attribute von runterziehen. Ja, kann ich dir geben. Wenn das noch geht, ich weiß nicht genau, manchmal ist das dann minimale Stufe 90 oder so. Ich hoffe, es geht. Nee, die gehen noch. Also habe ich auch schon gemacht mit irgendwie 89er, 88er, 87er Waffen. Das geht, du musst es halt nur irgendwie auf Stufe 40 oder so mitleveln. Ja, auf so eine, wo man, ich glaube auf eine 10er, 20er, 30er und so weiter. So dass man es zerlegen kann und die Sachen wieder kriegt, die drauf. Ja, ich glaube, ein Relikt bekommst du, glaube ich, erst ab 30 wieder. Aber das kann man easy nebenbei mitleveln. Ich habe hier schon zwei Waffen komplett voll gelevelt und bin jetzt gerade bei der dritten schon bei Stufe 20. So, da muss ich nur mal eben ganz kurz die DPS dann erhöhen. Damit wir da auch wieder mehr Schaden machen. Um die anderen Attribute brauchen wir uns jetzt nicht so kümmern. Hier bin ich dran. Ja, das sind... kannst du mal in den Chat gucken. Das sind die, die ich hier von den anderen Waffen habe. Das ist schon bei 95. Und die hier ist auch 95. So, jetzt muss ich nur mal eben kurz gucken. Wo habe ich das? Da habe ich das. Das wäre toll, dann könnte ich das lernen. Denn das sind manchmal... die Sachen, die fehlen. Ach so, und warte mal. Oh ja, das ist sehr gut. Dann brauche ich nur noch gefällt mir spielen das drauf. Dann brauche ich nur noch Moral heilen und sowas. Handel mich nochmal an. Bei mir ja. Geht's. Ah, jetzt geht's. So, hier. Zack. So geht das nicht. So, 49,50. Ich hab abgebrochen. Das ist nett, dann. So, also jetzt müssen wir aber erstmal die Quests wieder abgeben. Ist das hier? Nee, das ist in... Ja. Ich glaube, wir müssen erstmal nach Edoras. Und von dort aus dann weiter. Kann sein, dass wir dazwischendurch wieder nach die Fenmark müssen. Aber ich weiß es gerade nicht genau. Ja, dauert auch nicht mehr lang. Sollten wir in dieser Folge auch erreichen, dass wir hier Stufe 91 werden. Mit dem Craften, was ich dann noch vorhab, machen wir mit Sicherheit auch ein gutes, ja, ein Viertel Level mindestens. Und vielleicht finden wir auch nochmal diesen sensationellen Ring, dass wir da auch dann nochmal die Quest beherzigt bekommen. Also das ist mir echt ein Rätsel. Da werde ich nach der Aufnahme nochmal bei HDRO der Widerstand gucken, ob die da irgendwas reingeschrieben haben, was damit ist, oder ob die überhaupt schon so weit sind. Ja, von hier müssen wir jetzt nach... Oh je. Fenmark oder sowas, ne? Geht leider noch nicht. Altburg. Okay, ich vertraue dir mal. Ansonsten kriege ich die 49 Silber 50 wieder. Die habe ich gar nicht angenommen. Die hast du immer noch. Ich habe hier aber eine Quittung. Was? Dass du die angenommen hast. Nein, habe ich mir auf eben Abbrech. Ausgestellt. Ja, nein, ich weiß. Ich habe auf Abbrech. Ich will dein dreckiges, garstiges Geld. So, dann. Jetzt. 21. Halle. Leuchtfeuer macht. Jo. Oh, ich finde das so traurig, dass die 21. Halle so leer ist. Früher war da jeder und jetzt ist da niemand mehr. Also ich, wenn ich jetzt craften bin, und ich ganz viele verschiedene Sachen noch im AHA braucht, dann gehe ich da immer hin, weil das ist eigentlich logistisch gesehen ist die super, ja. Weil du da wirklich Bank und überragende Öfen und Werkbänke und sowas und das Auktionshaus, genau, hast du alles auf einem Haufen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und du hast endlich auch deine Ruhe, sonst ist das halt immer extrem voll. Dann hast du da ja auch noch einen Schmiedemeister und das alles, also so schlecht ist es nicht. So, gucken wir mal. Der Schmuck, das ist nix. Das ist auch nix.
Ja, unsere Halskette ist schon recht gut. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Nee. Nehmen wir irgendwas, verkaufen wir es dann sowieso. So, Merigit. Wo ist Merigit? Ach, das ist die, die daneben ist. Und mit Tankuta. Der ist ja mit Sicherheit dann hier in der Methalle. Aber zu dem sollen wir sowieso. So. So, was haben wir hier? Beutel-Items. Das sieht schon mal besser aus als das, was wir haben, aber Finesse fehlt leider. Ah ne, jetzt können wir das andere behalten, was wir haben. So, Reis nach Altburg, da kommen wir ja auch erst her, ist ja schön. Wo sind wir derzeit eigentlich mit unserer Buchquest? Oh, danke. So, haben wir doch unseren Level Up jetzt gehabt. Das heißt, wir können ja eigentlich dann eben nochmal ganz kurz in die Fanmark. Da sagtest du ja, dass da eine Quest noch ist. Hä? Naja, du hast ja gefragt, ob wir da eine annehmen können. Hä? Das war vor 20 Minuten. Da ja. Waren wir wegen dem Medaillon und da hast du gesagt, ob ich die Quest hier annehmen kann. Bei mir war aber kein NPC. Das lag wahrscheinlich daran, dass du ach 91 so. Bist. Ja, das war jetzt. So, ja. Sonst machen wir die eben nochmal mit. So, dann will ich mal ganz kurz schauen. Ah ja, 91 ist jetzt das. Westlich von Schlotheim. Kann ich hier mal gucken. Das ist wahrscheinlich Königsstadt. Dann irgendwo im Norden vielleicht. Weite Mark. Schlotheim. Genau. Also, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir dann bei der Buchquest weitermachen. Die machen wir auch so oder so zu Ende. Ja, da gibt es ja ab und an auch mal ganz gute Belohnungen bei der Buchquest. Das ist ja eigentlich auch schon seit Band 1 so, dass man da eigentlich auch immer zumindest levelgemäß ganz vernünftige Items als Belohnung bekommt. Der Ring. Da. Ah, ja, dann nehme ich ihn dir mal. So, und schon ist er wieder weg. Das ist echt dumm. Oh! Wie ist der da? Ja, ist schon wieder gespawnt. Oh, dann hat die Wartung gestern doch was gemacht. Ja, super. Einmal da. Hat die Wartung was gemacht. Aber ich frage mich, warum der jetzt am Anfang unserer Aufnahme nicht da war. Vielleicht war da gerade jemand, obwohl bei mir ist er ja auch schon. Ich habe keine Ahnung. Naja, wunderbar. Gut, dann haben wir das ja mal geschafft. Und da müsst ihr jetzt auch bei dem Briefkasten da reden. Ja, habe ich schon angenommen. Findet Ota in der Feldsenke. Wo ist denn das? Ist das hier in der Nähe? Keine Ahnung. Nee. Was ist denn das? Feldsenke? Ach so. Ah, das ist westlich von Weite Mark. Da kommen wir noch vorbei. Gut. Können wir also. Ich würde aber ganz gerne eben mal ganz kurz hier die beiden Adern, die hier direkt am Anfang sind, mal mitnehmen. Du kannst meinetwegen schon mal. Nach Altburg? Mhm. Gut, dann nehmen wir die beiden Adern auch noch mit. Und das gibt auch immer ein bisschen EP, ja, ist jetzt wenig. Wenn man dafür eine Quest mal 100.000 bekommt, dann machen dann die 60 auch gar nichts. Hier ist noch eine, die nehmen wir auch noch mal eben ganz kurz mit, damit wir auch wirklich einiges zum Craften haben. Und das wird dann bildlich
werden wir da nicht viel machen, weil der dann halt wirklich die ganzen, das dauert dann ungefähr so lang wie ein Balken hiervon, das werden wir dann ungefähr 100 Mal haben. Aber ich versuche euch dann so ein bisschen zu erklären, was zumindest früher beim Crafting mal war oder was jetzt noch da ist. Oh! Urzasch. Ich bin hier gerade mal ein bisschen falsch. Guck mal. Das ist ein kleiner Elite-Typi. Das ist doch der, den wir schon mal umgehauen haben, ne? Ja. Der steht hier, aber ich hatte eben auch die Quest, aber ich habe sie irgendwie wieder weggedrückt. Was willst du denn da? Eigentlich gar nichts. Ich suche nur gerade das Lager wieder. Eigentlich, ich habe da ja nur eben die Adern weggenommen und der stand halt direkt da. So, ich komme jetzt auch direkt nach. So, also ab nach Altburg. Ja, und dann sind wir wahrscheinlich hier bei diesen beiden Lagern jetzt erstmal weg, wenn das bei 91 schon hier oben dann, also im Norden weitergeht. So, ihr seid in Altburg angekommen. Das ist ja schön. Dann laufen wir mal eben... Ach, da wahrscheinlich in die Metalle müssen wir wahrscheinlich. Dann können wir... Du musst gleich mal gucken, ob der bei dir auch keine Folge-Quest hat. Ja. Ja, könnte schon sein, ne? Dass wir dann, fände ich gar nicht so schlecht, dann können wir nämlich hier im Norden dann weitermachen. Dann können wir uns dann nämlich heute noch hinbegeben. So, das ist nix. 131 Beweglichkeit, 105 Vita. Kritischer Treffer, Finesse. Ist ganz nett. Und das andere, ja, nehmen wir den mal. Der ist jetzt knapp besser als das, was wir vorher hatten. Das sind sogar noch die 85er. Das ist schon ganz lange her, dass ich die habe. Und ich habe auch keine Folgequest. Das ist gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Edoras und dann zu Hof, oder? Ja, wir können ja mal gucken, wie weit wir nach Norden noch kommen mit den Stallmeistern, aber erstmal, genau. Also Königsstadt ist, glaube ich, Edoras. Irgendwo waren wir ja auch schon mal, Mittelaue, ne? Also Mittelaue können wir, glaube ich, erstmal hin. Aber das geht da... Oh, Schlotheim, schnelle Reise. Oh, dann gehen wir direkt nach Schlotheim. Oder glaube ich zumindest, ne? Ja. Ja, super. Helms Klamm. Könnte man hier sogar auch machen von hier aus. Aber nee, haben wir noch nicht. Also wir sind in den Bei den Entwicklertagebüchern ist mir schon aufgefallen, dass dieses Teil viel zu klein ist. Ja? Ja. Der ist so klein. Da wundert mich das wirklich nicht, dass die da mit Leitern drüber. Und die Inis sind halt langweilig. Ah, das machst du mit den Leitern, oder wie? Ja, der ist halt mini. Und die Leitern, die die Orks benutzen da, die sind halb so lang wie die im Film. Ja gut. Zirka. Ist ja auch nach einer Buchvorlage, ne? Also muss das Spiel immer so ein bisschen in Schutz nehmen. So. Naja, wir dürfen da ja auch nichts Böses drüber sagen. Am besten tun sich die Leute das von GameStar angucken und macht sich da selber ein Bild drüber. Genau. Ist ja auch immer Ansichtssache, wie man was findet. So, dann können wir hier aus Norden, genau, Richtung passt schon, können wir hier erstmal raus. Da haben wir nämlich direkt die erste Quest. Ne, Norden.
Gar nicht. Ja gut, prinzipiell ist es egal, aber hier rechts ist noch so ein Ring. Okay, das... Nee, gut, das ist alles. Im Prinzip, ja gut. Lass uns hier erstmal ein paar Orks schnetzeln. Wieso? Weil wir das als Buchquest haben. Hä? Da, wo wir sind, ist ein rotes Gebiet. Mach doch mal die Karte auf, da steht das dann. Aber ich hatte die Quest gar nicht im Lager. Ja, da warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass wir hier endlich dann... Da müssen wir jetzt einfach... Boah, die Hirsche haben wir auch ganz schön viel. 26.000. So, hier haben wir schon mal die ersten Scharmützler. Dann holen wir mal unser Kriegsross. Gibt es eigentlich auch Kriegsziegen? Nein. Das wäre auch mal interessant. Aber die hier zählen gar nicht. Tu bitte, wenn du was anmachst. Oh. Ist schon zu spät. Von oben. Warum? Ja, wir können mal ausprobieren. Ja, jetzt wissen wir, dass hier ein neuer Trail ist. Ist doch nicht so schlimm. Aber weil ich hier keine Orks finde. Was ist das hier jetzt? Kampfgruppe Klingkronen. Hast du die auch schon? Nehmen die einfach mal an. Jetzt. Oh, ich sehe die Kampfgruppe hinter mir. 206.000, ich glaube, das lassen wir einfach mal. Du hast die Kühe aufgescheucht. Ja, weil das ein Radius von 20 Metern hat, meine Attacke. Wo ist der überhaupt hin, der Junge? Gute Frage. Sonst können wir auch erstmal die anderen Quests machen. Wir werden hier so oder so noch Orks umhauen müssen. Es sei denn, hier sind auf einem Haufen dann wieder ganz viele. Weil ich, das ist echt wenig hier. Aber da ist noch einer. Ja, okay. So, dann welche Richtung weiter? Keine Ahnung. Okay, dann machen wir die erstmal. Oh, zwei gleich. So, vier haben wir schon mal die Hälfte. Da vorne ist noch einer. Oh, hier ist eine ganze Menge. Alles klar. Wir sind hier schön am Feuer machen. So, fehlt nur noch einer. Ja, denn... Oh, hier ist noch eine reichhaltige Ader, die nehmen wir natürlich mit. Und dann haben wir hier auch direkt diese Quest mit dem... Ah, nee, ist 400 Meter entfernt. Muss ich gerade mal gucken. Ja, sonst reiten wir eben zur Felssenke und dann gucken wir von dort aus dann mal weiter und machen dann da in der nächsten Folge auch weiter. Aber wir reiten da jetzt erstmal nochmal hin und danach müssen wir dann Zutritt zur Methalle von Ostweide erhalten und die zerrissenen Karten zu Grief Friedhild in der Methalle bringen. Okay, das werden wir natürlich machen alles. Die Gebiete sind echt schön, ne? Ja, ich muss auch gerade sagen, also es sieht hier wirklich... Nicht so, also gut, das eben, wo es gebrannt hat, das war jetzt, ja,
Aber hier ist doch schön, schön bunt. Und da hinten sieht man sogar schon die Methalle, wo wir dann hin müssen. Schön auf dem Hügel. Hier war richtig. Im Felsenke ist das nicht vergeben. Hier im Norden, da wo ich bin, da ist dieser Typ, den wir finden sollen. Mach mal die Karte auf, die ist ganz schön. Oh ja. Bachbrück, Holzmühle. Alles neue Gebiete, wo wir natürlich dann auch noch lang kommen. So, wir geben hier aber mal die Quest ab. Ja, und ja, kein Stress. So, und dann Chicorée sammeln. Achtmal. Was ist denn das noch? Chicorée, glaube ich, so Salat. Ach so, ja, mit diesen großen Blättern, glaube ich, ja, ne? Ja, so. Der ist halt eher spitz wie rund. Ja. Habe ich einmal gegessen, der ist so bitter. Naja, gut. Wir müssen ihn ja auch nur sammeln und nicht essen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal ein kurzes Päuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Morgen geht's dann natürlich weiter. Und ja, dann machen wir hier weiter. Bis dann, Leute. Macht's gut.